So, meine lieben Fortnite-Fanatiker, heute Vorbereitung auf Sturmschildverteidigung 3 in Twin Peaks und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir können nur einen Verstärker zurzeit platzieren und zwar diesen im Westen. Ansonsten haben wir keine weiteren Möglichkeiten. Also müssen wir den aufbauen. Das hier habe ich schon alles weggerissen, was wir da vorher hingeplastelt haben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, jetzt ist es soweit und wir müssen den hier einbauen und ja, die können ja eigentlich nur von da kommen und von dort kommen, ne? Ist ja eine beschissene Scheiße. Na gut, das ist halt so. Los, legen wir. Erstmal das Ding platzieren und dann bauen wir das wieder fleißig ein. Natürlich mit Metall, ganz klar, ne? Ob wir es wieder vollkommen upgraden, weiß ich noch nicht, weil wir ja nicht hundertprozentig wissen, ob die Hüllen dann irgendwann wieder weiterziehen, falls wir wieder einen Verstärker setzen müssen und so weiter und so weiter. Alles das werden wir nach und nach erfahren. Ihr wisst das ja. Auf jeden Fall werden wir hier einige Fallen Tunnel platzieren müssen. Was ist Fallentunnel? Fallen. Lass das ja ganz. Oh, stopp. Hier werden sie vermutlich auch kommen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Gibt es hier einen Aufbau? Gibt es hier einen Hochlaufweg? Ja, hier gibt es einen. Und die auch von hier kommen? Ich will es nicht hoffen. Also, es wird natürlich problematisch. Ne? Definitiv. Den üblichen Verstärkereinbau kennen wir ja schon. Ne? Deswegen machen wir das wie gehabt. Zack, zack. Bauen wieder alles schön so ein, wie wir es kennen. Und ja, wir werden es maximal zweimal upgraden. Also zumindest hoffe ich, dass es reicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir hier eine echt beschissene Stelle. Ich weiß halt nicht, ob sie von da hochlaufen können. Machen wir mal so. Ob sie da auch hochlaufen können oder hier runter wackeln können. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es schmerzlich erfahren, wie immer. Ja, schauen wir doch mal. Ne, wir machen es mit Holz, dass wir einen Deckel drauf machen können. So. So. Und so. Erledigt. Und das Ding hacken wir einmal wieder weg. Ist ja bloß Holz. Geht das schnell. So, das übliche Einbauen ist geschafft und jetzt geht's ans Upgraden. Zweimal habe ich gesagt, nicht dreimal. Jo, wie gesagt, das ist nichts Besonderes, das Upgraden, ne? Ich mach's jetzt erstmal auf 2. Wenn es in der SSV zu schlimm wird, können wir es ja immer noch auf die 3 hochmachen. Ja, mega leck. Das kommt auch mal wieder vor, ja. Was mir letzter Zeit aufgefallen ist, in den Missionen leckt es ziemlich stark. Also sehr, sehr starke Performance-Einbrüche habe ich seit neuestem. Das liegt aber nicht an mir. Ich vermute mal, durch das letzte Update, durch das angebliche Performance-Update, was reingekommen ist, haben sie sich da ein bisschen vertan, was die Performance betrifft. Und deswegen denke ich, ist da einiges schief gelaufen. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Da wird es noch mehrere von euch geben. Und diejenigen, die mit einem noch etwas schlechteren Rechner spielen als ich, die werden richtige Probleme haben, denke ich. Aber ich hoffe natürlich, dass das Epic Games schon registriert hat und sofort wieder gefixt hat. Wollen wir es hoffen, dass es so schnell wie möglich geht. Ganz wichtig, hier drinnen dürfen wir nicht vergessen zu upgraden, sonst wird es früher. Weil wenn sie hier durchkommen, wo ist das? Dann ist nämlich Ende Gelände. So, gleich haben wir es gepackt, zweimal. Ja, fertig, Ende. Ob wir jetzt einen Bodenfallen hinmachen, ist jetzt ja erstmal relativ Jacke wie Hose. Wir werden das alles sehen, wir müssen erstmal gucken, wie stark die Wellen von welcher Seite kommen. Ich vermute mal, sie werden von da kommen und von da kommen, wie schon gesagt. Also, wir werden jetzt hier irgendwie, also, hier können wir ja nicht viel machen, ne? Das Einzige, was wir hier vielleicht machen könnten, ist schon mal, das nicht. So hier. Und so hier. Das können wir auch schon mal vorbereiten. Was ist denn das? Achso. So, zack, zack, zack. Jo, das hätten wir schon mal. Hier müssten wir es rein theoretisch groß machen. Es ist der einzigste Aufgang im Moment, oder? Da gibt es hinten noch einen. Wir werden sehen. Wir werden das alles sehen. Im Moment ist es sehr begrenzt. Wir kommen ja hier nicht großartig weiter. Deswegen machen wir hier. Ja, wir müssen hier erstmal offen lassen. Sonst kommen wir nicht mehr raus, ne? Weil hier können wir ja nicht durchstufen. Aha, aha. Es ist natürlich schlecht. Machen wir erstmal hier eine Tür rein. So, da kommen wir jetzt wieder raus. Quäten wir auch zweimal ab erstmal. Wir müssen uns natürlich wieder an die Front platzieren. Und natürlich die Hüllen vorher abzufangen, ganz klar. So, Deckenfallen, Zurückstoßer. Ja, ansonsten müssen wir dann während der SSV wieder bauen. Wie ich das liebe und hasse. So, wir können aber trotzdem schon mal hier was platzieren. Wo sind meine Fallen? Da. Na, machen wir hier eine hin, hier eine und hier hin. Da oben machen wir wieder eine Gasfalle dran. Hier können wir glücklicherweise auch schon eine platzieren. Hier auch. Hier können wir Wände dran machen. Also Wandkatapulte. Hier machen wir auch noch eine dran. Hier bringt's nichts. Da würde ich hier sagen, dann machen wir zack. Können wir nicht. Sehr gut. Das können wir dann erst in der SSV machen. Ich bin beeindruckt.
Ja, mehr können wir hier erstmal nicht machen auf dieser Seite. Natürlich können sie auch hier hochlaufen. Scheiße. Da müssen wir dann während der SSV da irgendwas platzieren. Scheißdreck. Ich freue mich nicht. So, was machen wir hier? Hier werden wir einen Fallentunnel basteln müssen. Wir können ja von da kommen. Und zack. Hier werde ich es wahrscheinlich auf der 1 lassen erstmal. Wie gesagt, ich bin mir unsicher. Wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, von wo sie jetzt kommt. Von da oder von da. Also. Sehr schön, da können wir auch nichts hinbauen, wenn es dann soweit ist. Sehr gut. Wir machen das so. Warte mal, was wir. Wir lassen versuchen, die hier reinzulocken. Genau. Dann haben wir, weil sie hier den kurzen Weg gehen, werden wir hier einen Zwischenstecker, Dings machen. So. Dass sie hier rum müssen. Dann machen wir hier Wandkatapulte dran. Hier ein Wandkatapult dran. Und hier machen wir, was das in den Arsch schießt. So, zack, zack. Hier machen wir wieder Boden hin. Boden. Und hier werden wir zumachen müssen. Wenn wir sie wollen, dass sie alle da durchlaufen, müssen wir hier zumachen. Definitiv. Ja. Machen wir hier zu. Nee, das ist Quatsch. Das drehen wir nochmal rum. So, umgedreht. So. 1, 2. Dass wir hier nicht durchmachen. Müssen wir das auch nochmal. Und dann hier einfach nochmal einen Deckel drauf. Falls sie es doch durchschaffen. Und das müssen wir jetzt komplett upgraden, dass sie nicht auf die blöde Idee kommt, hier irgendwas zu tun. Und wir werden natürlich das ran. Ganz klar. Hier noch eine hin. Hier noch eine hin. So. Zack. Nochmal die Gasfallen schon mal platzieren. Hier könnten wir rein theoretisch können wir hier mit Wanddynamos arbeiten, weil der Weg ist kurz genug, also ist nicht weit weg von der Wand. Erstmal Bodengefrier auf dem Boden legen. So, so. Und denkt das was? Ja, möglicherweise. Machen wir hier eins hin. Können die hier hoch? Ne, können sie nicht. Ja, ich bin gerade etwas unsicher. Ihr merkt das wieder. So, so. Ich vermute mal, dass sie den direkten Weg gehen. Sobald sie hochlaufen, werden sie hier durchlaufen und dann kriegen sie erstmal die erste Packung. Hoffe ich zumindest, dass das so funktioniert. Wenn sie natürlich hier hochlaufen. Müssen sie hier auch schon eine Packung kriegen. Ich habe keinen Plan. So, hier versuchen wir es zurückzustoßen und versuchen wir es zu beschädigen. Dann müssten wir rein theoretisch hier zumachen, dass sie den Weg laufen. Wir müssen hier... Das war jetzt zwar überflüssig, aber ist egal. Müssen wir hier so den Weg verkürzen, sodass sie hier ranlaufen müssen. Dann machen wir auch hier Bodengefriere hin. Ja, dann ist das natürlich hier... Wir probieren es einfach so, es geht nicht anders. Also sie laufen hier hoch, kriegen dann die erste Packung von da. Okay, dann... Hallo? So, hier erstmal hier rüber. Dann haben wir die Möglichkeit, hier an der Wand gleich welche dran zu basteln, genauso wie hier. Bringt das was? Ja, nee, bringt nicht, oder? Die werden sehen. Hier würde ich eher das Feld machen, dass die da unten auch noch welche erwischen. Und dann machen wir das so und dann machen wir... Also 4 Baupunkte haben wir ja schon gar nicht mehr, ne? Wir sind schon wieder bei 1000. Halle Schwede, alter Schwede. So. Dann hier dran und hier dran. Dann haben wir wieder die Wandpfeile. Zack, zack. Zack. Und jetzt haben wir hier Elektrizitätsfeld. Zack, zack. Jo. Ja, sollte ja eigentlich funktionieren. Was wir hier noch machen könnten dazwischen, so ein Teil. Wenn es denn hält. Ja, glücklicherweise hält es. Dann machen wir hier unten auch hier unten machen wir Gas, weil das hier eine ebene Plattform ist. So. Dann können wir hier unten das hinmachen und Bodengefährer. Ich baue hier ziemlich schnell, ihr seht das. hier machen wir wieder Wandpfeile dran.
Links und rechts. Genau. Hier können wir Wanddynamos machen, aber die muss ich erstmal aus dem Lager holen. Die hab ich nämlich nicht gerade dabei. Sieht im Moment nicht schlecht aus. Wie sich es dann auswirkt auf die SSV. Wir müssen das noch upgraden. Ha, siehst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Metall haben wir ja glücklicherweise noch. Also hier dürfen sie auf keinen Fall durchmachen. Oh, da fehlt noch eine Gasfalle. Schauen wir mal, haben wir hier alles? Hammer. Rein theoretisch könnten wir hier irgendwie noch irgendwas zumachen, sodass sie hier reingekickt werden und dann kriegen sie von drei Seiten eine Packung. Das würde auch gehen. Ja, es ist natürlich nicht gerade einfach. So. Was wir nicht vergessen dürfen, das Smasher braucht ja mindestens drei Felder, um hier durchzulaufen. Jo, da gehe ich mal die Wand, die noch mal holen, weil die brauchen wir. Und hier könnten wir rein theoretisch, ja, auch dran machen, weil hier kommen sie ja nicht nah genug ran für den Wanddynamo, deswegen flupp, kriegen sie was in den Arsch geblasen. Hier passt, hier brauchen wir ja auch Wanddynamos. Boah, das Ding kommt so oft runter, ey. Wenn sie natürlich hier hochlaufen, weiß ich noch nicht, was ich mache, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nur erstmal verbarrikadieren. Ich hoffe natürlich, dass wir das irgendwie zumachen können, dass sie den engsten Weg nehmen. Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob das funktionieren wird. Das werden wir ja alles sehen, wenn es soweit ist, ne? Also, ich freue mich nicht. So, Wanddynamos haben wir geholt. Die packen wir jetzt hier erstmal in die Ecke rein. Genau, das ist sehr schön. Und dann links und rechts und links und rechts und nochmal rechts und nochmal links. Habe ich das falsch rum gesagt? Ist egal. Ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, hier müssen wir noch was hinmachen. Was machen wir da hin? Gefrierer. Also, ich liebe die Dinger. Ich weiß nicht warum. Die machen zwar keinen Schaden. Die tun zwar die Hüllen nur einfrieren, aber solange es hilft, ne? Also, ach nee, hier ging es denn. Hier unten wollte ich machen. Genau. Da hin und. Na, muss ein bisschen spielen, dass es klappt. So, jetzt. Upgraden werde ich es nicht. Ich werde mich sowieso wieder an der Front befinden, wie ich ja schon gesagt habe. Und werde versuchen, so viel wie möglich Hüllen abzufangen, bevor sie hier reinkommen. Ja, das hätten wir erstmal. Dann müssen wir das hier noch auf jeden Fall zubauen, so, dass wir genau bis hierher kommen. Und dann müssen wir ja natürlich hier auch noch einen Deckel drauf. Und dann müssen wir hier noch eine Gasfalle hinmachen. So. Zack, zack. Und dann müssen wir hier noch ein Bohrwanddynamo. Zack, zack. Und hier unten wieder bilden die Frierer. Rein theoretisch könnten wir hier vorne jetzt natürlich noch Wandkartoffeln machen, dass sie erstmal wieder zurückgestoßen werden. So. Natürlich werden sie versuchen, rechts und links auszubrechen. Deswegen werde ich den Gang trotzdem hier am Anfang verstärken. Weil wir wollen ja nicht, dass sie ausbrechen, ne? So. Jetzt ist die Frage, wir können ja hier nicht mehr viel machen, ne? Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn sie hier hochlaufen, versuchen, hier wegzuhalten. Das heißt, wir müssen das so gut wie möglich verstärken. Ja, wieder falsch rumgebaut, sehr gut. Machen wir es halt so. Das heißt, wir verstärken das so gut wie möglich, dass sie nur da lang laufen und dann versuchen, da in den Tunnel reinzulaufen. Oder hier. Müssen sie versuchen, fernzuhalten von der Position hier. Es wird nicht einfach werden, denke ich. Wie gesagt, wir probieren es erstmal so. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja. Wandkatapulte können wir rein theoretisch schon dran machen. Wenn ich das jetzt aber mache, komme ich nicht mehr raus. Hehehe. Also müssen wir es, wie gesagt, während der SSV machen. Und ansonsten können wir hier nicht viel tun. Erstmal, wir müssen abwarten, was die SSV bringt. Also, was kommt. Wir createn das jetzt hier noch ab, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Jetzt gucken wir uns noch mal die anderen Positionen an, ob da alles soweit safe ist. So, da schauen wir noch mal in den Norden. Ja, hier war ja soweit alles safe, ne? Wir hatten alles abgequetet, alles sicher gemacht. Ja. Hier sieht's gut aus, das lassen wir so. Können wir zufrieden sein. Alles abgegradet, alles mit Fallen bestückt, alles gut. Notfalls können wir noch hier Verteidiger platzieren. Ob ich das nicht mal mache, ist eine andere Frage, weil ich habe echt Angst, dass die wieder so irgend so eine blöde Fasshülle erwischen und das Ding wegplatzt. Oh, vergessen abzugraden. So, hier haben wir alles schön verwinkelt, genau. Sehr gut.
Das habe ich nachträglich gebaut, ne? Aber das ist ganz normal, wenn sie hier durchlaufen, dann kriegen sie von links und rechts erstmal eine volle Packung. Wenn sie hier durchlaufen, kriegen sie einen Kick, dass sie hier reinfallen, und wenn sie wieder aufstehen, kriegen sie einen kleinen Kick und fliegen da runter. Zumindest hoffe ich, dass das so ist. Können wir rein theoretisch hier auch noch eine Gasfalle dran machen. Aber gut, wir betreiben das mal nicht. Hier haben wir ja alles schon platziert, ne? Das ist dasselbe Prinzip. Hier werden sie nicht dranlaufen, aus dem ganz einfachen Grund, weil da ist kein Durchgang, dahinter ist ein Felsen. Das heißt, sie werden hier langlaufen, das heißt, ich hoffe, dass sie hier reingekickt werden und dann auch hier. Alle Validaci, sage ich dann so, dann sind sie da runterfließen. Und auf der linken Seite versuche ich sie dazu zu zwingen, dass sie hier... Ja, das ist das ähnliche Viereck, wo es nichts passiert. Versuche ich natürlich hier hinkicken und dann wieder zurückgekickt werden. Ob hier jemand durchläuft, ist jetzt eine andere Frage. Gut, wenn ich in der Masse spawn, durfte es eigentlich passieren. Ich werde mich natürlich irgendwo platzieren, am besten hier so. Wo ich ihn immer versuche, wieder in den Rücken zu schießen oder dann da auf der Ecke, hier auf der Ecke platzieren werde, wo sie dann, wo ich dann auf sie schießen kann, um sie ein bisschen zu locken. Dass sie hier auch von den Fallen ein bisschen was abbekommen. Ja. Gehen wir in den Süden. Ja. Da haben wir ja auch schon einiges ausprobiert. Also in der letzten SSV hatten wir ja da keine Probleme. Ich habe das Ganze hier ein bisschen erweitert. Und ja, hoffe, dass das klappt. Wie gesagt, hier werden wir noch ein paar Wandpfeile dran machen. Das können wir hier eigentlich schon machen. Hier wird noch eine Gasfalle, ist schon dran. Hier werden wir noch ein paar... Hier können wir nichts dran machen, sehr gut. Aber da können wir noch ein paar Wandpfeile dran machen, die da eine Packung bekommen. Ansonsten sieht das hier auch soweit safe aus. Upgraden tue ich erstmal nichts, weil ich nicht weiß, ob wir den Verstärker nochmal abreißen müssen. Hehe. Einige hatten mich ja schon im Discord wieder gespoilert und haben gesagt, ja, es wird passieren, dass du das wieder abreißen darfst. Ich so, ernsthaft? Nee. Und hier müssen wir genauso wie in der letzten SSV dann auf jeden Fall schnell was bauen. Deswegen werde ich jetzt noch Fallen produzieren. Wir haben 44 Deckfallen Hammer. Wir haben auch noch ein paar Wandpfeile zusätzlich und ein paar Bodengefriere, aber die werden wir hier nie einsetzen, weil... Nee. Ansonsten sieht sie soweit erstmal ganz gut aus. Und rein theoretisch könnten wir jetzt die SSV stoppen. Weil mehr kann ich ja erstmal eh nicht machen. Also das Schild muss ich erweitern, dass wir an neue Punkte rankommen. Und sobald wir das Schild erweitert haben, oder sobald wir die SSV geschafft haben, können wir auch weit höhere Missionen in Twin Peaks machen. Yeah, ich freue mich. Endlich mehr Rhino Regen Tropfen. Gut. Da würde ich mal sagen, da aktivieren wir das Ding mal. Aber vorher müssen wir ja noch die Grüße ziehen. Ganz einfach. Das dürfen wir nicht vergessen. So sagt der Enemy. Hab ich vergessen. Nee, hab ich nicht. So, zweimal haben wir schon. Und da haben wir den King Rider 88. Ganz, ganz liebe Grüße an dich und an den Luca Valichtik. Ganz, ganz liebe Grüße an den Spider und auch für euch mal die Möglichkeit, ein Däumchen da zu lassen oder uns mal zu unterstützen oder mal einen schönen Kommentar drunter zu hauen, wenn es euch gefällt. Und ja, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Macht weiter so und auch nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Geburtstagsgrüße im Geburtstagsstream an mit letzten Mittwoch. Vielen lieben Dank. Und jetzt würde ich sagen, aktivieren wir. Ach nee, warte. Das machen wir in der nächsten Folge. Hier, ah, Überraschung, Überraschung. Also, bis dahin. Haut rein. Euer Mike der Vierte.